So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es mal so richtig nostalgisch als auch futuristisch. Und zwar haben wir nämlich heute zwei T1 für euch vorbereitet. Ihr kennt beide Autos schon. Einmal T1 Renate, die wir mit Marius zusammen in seiner Abteilung restauriert haben. Und einmal den T1 Vollelektro, welcher eigentlich leider auf der Techno Klassiker euch schon vorgestellt werden sollte. Allerdings Corona-bedingt ist das natürlich alles ausgefallen. Das heißt, wir sind euch jetzt noch zwei Videos schuldig und wir packen das Ganze mal zusammen und machen mal den großen Vergleich zwischen T1 Benziner und T1 Elektro. Das heißt, als allererstes geht es mit diesem wunderschönen Benziner los, weil ich glaube einfach, der Vergleich ist cooler, wenn wir einfach erst den Benziner fahren. So, kurz zum Auto. Ihr kennt das Auto ja schon. Guten Tag. Den Herrn kennt er auch. Der ist jetzt endlich fertig. 98%, ja. Im letzten Video waren wir ja beim Sattler. Da wurde die Innenausstattung fertig gemacht. Ne? Genau. Das passt aber soweit alles jetzt. Ja, die ist auch drin. Wir haben noch so ein paar Kleinigkeiten, auf die wir noch warten. Mhm. Ja, das sieht doch geil aus. Also generell muss ich sagen, das hatte ich ja beim letzten Mal beim Sattler auch schon gesagt, die ganzen Details von dem Auto, das ist schon wirklich schön geworden. Ne? Ja, das haben die Jungs jetzt wirklich schon geil gemacht, muss man so sagen. So, auch so mit dem Keder, der, ich sag jetzt mal, fast in Wagenfarbe ist. Ne? Mhm. Das war Serie so? Beim Samba, ja. Das heißt, den gibt es dann auch fast in jeder Farbe? In den gängigsten, ja. Also in Gelb gab es das Auto jetzt ähnlich, würde es den Keder auch nicht geben, aber es gibt Schwarz, Blau, Türkis so ein bisschen. Mhm. Ja. So, aber sonst ist das Auto theoretisch soweit ready. Ja, so ein bisschen Gepäckschutz fehlt noch hinten und so ein paar Kleinigkeiten, aber sonst sind wir durch, ja. Mhm. Krass. Okay. Sind jetzt halt so ein bisschen am Einfahren. Nein, wir machen schon immer so 500 Kilometer, dann machen wir nochmal Getriebeölwechsel und so. Mhm. Da sind wir jetzt gerade noch bei. Okay, das ist wirklich eine komplette Vollrestauration genau gewesen. Haben wir ja wirklich Schritt für Schritt alles begleitet. Extrem cool, dass es jetzt zum Ende kommt. Aber wir wollen heute euch mal so ein bisschen den Unterschied zeigen zwischen Benziner und Elektro. Mhm. Und einfach mal gucken, was wirklich am Ende, ich sag jetzt mal, besser fährt. Mhm. Und was halt aber einfach ein bisschen mehr Flair hat. So, ne? Ja. So. Selbst optisch, kann ich schon mal so viel vorab sagen, sind die Autos ja tatsächlich doch dann schon ziemlich unterschiedlich. Ja. Wenn man sie so nebeneinander stehen sieht nachher, werdet ihr sehen, was ich meine, sind dann vom Stil her schon ein bisschen anders. So, das hier ist die... Die Heineken-Theke, oder was? Ja, das ist tatsächlich so, da ist halt dann die Reserveradmulde verkleidet, ne, mit so einer Pappe. Von vorne steht ja das Reserverad drin. Aber wie war das jetzt nochmal beim Samba? Den gab es nur mit durchgehender Bank, ne? Immer. Nee, es gab auch mit Durchgang. Gab auch echt? Mhm. Lass uns nochmal einmal kurz Motor zeigen. Das bisschen, was man davon sieht. Mhm, warte, muss ich Knochen holen. Wie war das beim Samba? Der hatte immer lackierte Stoßstangen oder gab es den theoretisch auch mit Chrom-Stoßstangen? Nee, es gab gar keine Chrom-Stoßstangen. Gar keine Chrom-Stoßstangen, okay. Also alles, was immer man so mit Chrom-Stoßstangen sieht, ist immer Zubehör eigentlich. Ja, genau. Aber der Knochen so ist original? Baujahrbedingt, es gibt ja auch mit Drücker, aber also so nur hier unten quasi so in der Art. Aber in dem Fall ist jetzt dieser Knochen, sagen wir, für Tankklappe und Motorklappe. Ja, sieht aus wie neu, ne? Ja, ist bislang tatsächlich auch dicht. Fährt auch ganz gut. Also klar, wir reden über 44 PS, aber es fährt ganz gut. Was ist das hier? Naja, das ist so eine Warmluft-, Kaltluftanreicherung, so mit so einem Gewicht. Ne? Die haben wir jetzt unbetätigt in dem Fall. Mhm. Aber mit dem guten weiteren Knochen für Strom, ne? Ja, genau. Hat bei uns halt auch die Sammlungsgründe, weil wir bei uns steht manchmal so ein Auto 2-3 Monate, setzt sich rein, Klassiker halt bei Drehleer, ne? Ist auch praktisch für sowas, dass sie einfach wirklich nicht immer Pol abmachen, ne? Sondern einfach Schlüssel umdrehen. Und auf der Rallye steht da manchmal nachts vorm Hotel oder so, dann kannst du den halt auch nochmal mitnehmen, dann ist da nochmal zusätzliche Sicherung, ne? Ja, extrem cool, muss man wirklich so sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sowas fährt, weil ich bin zwar schon Käfer gefahren, aber T1 auch noch nie gefahren. Ja. Also es ist halt kein Beschleunigungswunder, ne? Ja. Erwarte da jetzt nicht so viel, aber nee. Es ist halt das Feeling, das mit mehreren Leuten reisen. Es gibt Leute, die nennen das auch entschleunigend. Entschleunigend, also. Okay, das gucken wir uns an. Die kann ich einfach zudrücken? Ja, ein bisschen schwungvoll zumachen, die Dichtung ist noch neu, ne, noch schwungvoller. Noch schwungvoller? Ja, genau. Ja, los geht's. Attacke. Ja, also die Sitzposition ist ja schon irgendwie... gewöhnungsbedürftig. Ja, es ist, denke ich, auch im Falle eines Unfalls relativ schnell, relativ ernst. Wo du gerade Unfall sagst, Gurte gibt's hier gar nicht? Nee,
Der Gurt kam in Deutschland 69 oder so, oder? Oh, müsste ich jetzt überlegen. Also, aber krass, aber so gar kein Gurt ist natürlich Nummer. Und, ja. Und man tritt halt so extrem von oben auf die Pedale einfach drauf, ne? Das ist schon witzig. Weil man hat ja auch die Füße so extrem so angewickelt, ne? Ja, das ist ja krass, Alter. Also wenn du so eine Rallye fährst, nach 3-4 Stunden ist es dann echt anstrengend in so einem Auto. Also ich bewundere Leute, die damit früher von uns aus hier an Gardasee gefahren sind oder so. Ist Junge. Ist schon witzig. Das ist ja auch hier. Das ist Viergang, ne? Na, Viergang, genau. Ja. Halben Meter Schaltstange. Und dann 2,50 Meter Schaltstange nach hinten. Und wo ist theoretisch Rückwärtsgang? Runterdrücken und unten links. Links. Also unten. Da. Und da ist Rückwärtsgang. Okay. Genau, da haben wir auch schon nicht. Radio haben wir. Ruhe. Alleine schon. Warmblinkerlicht. Ja, Zündschlüssel. Und dieses. Was mit einfahren? Mehr Simotoren haben wir uns schon. Geht eher so um den ganzen Strand. Alter. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum die Leute, wenn man so einen Oldtimer jemanden fahren sieht, geht der ja auch immer beim Schalten irgendwie so, als wenn er den Gang hier unten sucht, weil es ist ja tatsächlich. Ne? Aber was ich wirklich sagen muss, Respekt, wie ihr das Ding restauriert habt, weil wenn du jetzt hier selber drin sitzt, denkst du ja wirklich, der ist neu. Ne? Ja, ich denke auch. So, also wenn man sich so, selbst wenn man so, ich gucke immer so auf Details, so Ringe vom Tacho und Radio und auch Aschenbecher und Dichtung und so und wie das alles so passt, das ist ja wirklich, selbst wenn man so unten in die ganzen Ecken guckt. Ja, es gibt Sachen, die kannst du kaufen, aber in dem Fall ist der Tacho jetzt zum Beispiel wirklich zerlegt, gereinigt, wieder montiert, poliert. Ja, ja, ja. Ja. So, Servo hat er nicht. Nee, Lenkspiel ist auch etwas gewöhnungsbedürftig, aber es ist halt so fährt ein T1. Blinkweite, dieser Blinker hier. Ja. Stimmt, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass der eine oder andere den wohl gerne abreißt. Ne? Mit Knie. Ja, Tank ist auch halb voll. Vor allem, ich gucke eigentlich ja schon oben. Genau, hoch, ne? Und das ist genau das, was mir am T1-Fahren relativ unkomfortabel vorkommt, weil du besitzt halt immer so ein bisschen den Rücken. Das geht halt extrem auf den Rücken ab. Nach einer gewissen Zeit. Das stimmt, du lenkst ja gefühlt eine halbe Umdrehung wieder zurück bei meiner Ausfahrt. Ja, weil du sitzt auf der Achse so. Ne? Ja. Das ist halt ein bisschen, man muss sich dran gewöhnen. Und man lenkt nicht so, weil du lenkst ja eigentlich schon so, wie als wenn du so einen Flaschenzug da drin hast. Ne? Großfahrer, ne? Oh, schreit wie ein Großer da hinten, ne? Man hört ja jetzt schon so die Akustik in dem Auto, ne? Obwohl das halt ein ausgestatteter Samba ist, nenne ich es mal. Also es ist bei 80 oder 100 km dann halt auch entsprechend laut. Aber Tatsache, das Linkspiel ist echt gut. Ja. Ja, stimmt, weil man sitzt ja auch mehr oder weniger selbst jetzt schon auf den Vorderrädern und lenkt so unterhalb. Ne? Wobei das für Oldtimer-Rallyes extrem beliebt ist, weil es gibt Prüfungen, da musst du, fährst du eine Zeitschleife oder so mit den Vorderrädern und du fühlst halt extrem gut, wann Start und wann Ziel ist, weil du ja quasi auf der Schleife sitzt. Ne? Ah, okay, also für Zeitprüfungen und so ist T1-Fahren eigentlich ganz geil. Okay, was natürlich so wirklich, was so gerade Auslauf und Achsgeometrie ist, das natürlich wirklich, hätte ich selber auch gar nicht gedacht, wirklich, ich sag jetzt mal, halt kein Porsche, ne? Ich sag mal vorsichtig alt. Ne? Ja. Ich weiß jetzt auch, warum viele Leute mal so hier reinfassen, weil es ist wirklich angenehmer. So. Also ich finde das fahrerisch auch nicht so schlecht. Jeder, der mal irgendwas Altes, 20, 30 PS gefahren ist, das ist halt nochmal wieder eine Ecke schlechter. Ne? Ja, ja. Das ist halt immerhin so, dass man wirklich damit vernünftig mal mit der Familie eine Eisdiele fahren kann und so weiter. Ne? Ja, bis auf den Geradeauslauf. Ne? Ja. Gibt es jetzt irgendwas, was ja daran nicht original ist, also Upgrade-technisch? Scheibenbremse vorne. Mhm. Aber sonst würde mir jetzt gar nicht so viel einfallen. Hat der schon Bremskörperverstärker? Nein. Ich wollte sagen, der kam dann erst irgendwann im T2. Das bremst ziemlich hart. Also man kann es machen, ne? Man kann die Achse ändern, dass dann Bremskörperverstärker Platz findet und einen Schlauch nach hinten legen. Aber da wir ja Wert auf Originalität legen, gab es das halt einfach im T1 nicht. Ne? Scheint lieber, ne? Ja. Es ist halt wirklich alles so nostalgisch, das kann man sich. Also ich glaube, viele von euch können sich das gar nicht vorstellen. Also doch, wir haben zum Glück relativ viele ältere Leute auf dem Channel, die natürlich diese Autos noch kennen. Aber es wird doch bestimmt der eine oder andere 20-Jährige dabei sein, ne?
Er hat keine Vorstellung davon, was passiert, wenn er aus seinem 5 Jahre alten Polo in so ein Auto einsteigt. Da war ich ja skeptisch, als ich neu in der Abteilung war, dass Leute halt mit Mitte 20 sich für ihre Hochzeit so ein Auto leihen und eventuell ihr Leben lang nur Golf 7 und Golf, oder Golf 6 und Golf 7 gefahren sind. Aber Gott sei Dank ist da noch nie was passiert. Also sie sind alle eher eigentlich übervorsichtig und lassen es dann auch entsprechend halten. Ah, ein richtiges Ansauggeräusch von hinten. Junge! Das Ding fährt, also es ist wirklich gefühlt so, als wenn das Auto hinterher fährt. Mhm. Also du lenkst und dann das Auto fährt erst ein bisschen später so los so ungefähr, ne? Oder man realisiert es einfach erst später. Ja, ich glaube, man lenkt viel zu stark, weil man halt, wie gesagt, auf den Rädern sitzt. Ja. Also wenn du eine Weile gefahren bist, gewöhnt man sich dran, aber es fährt schon ein bisschen eigenwillig. Okay. Man muss einfach auch sagen, dass sich da Ende der 60er, Anfang der 70er beim Bus schon viel getan hat. Also so ein T2 fährt schon meiner Meinung nach deutlich besser, bremst besser. Er hat auch dann schon den stärkeren Motor und so weiter. Also so ein T2A oder B, der fährt dann auch schon wirklich besser. Also wenn ich mal privat zu einem Bus kommen sollte, dann wäre es für mich wahrscheinlich tendenziell auch eher ein T2. Mhm. T2 fährt dann wirklich schon so viel besser als er? Ich finde schon. Ne? Mhm. Gibt es vielleicht noch Leute, die sagen, nee, auf gar keinen Fall, aber ich finde schon. Also was wirklich gerade brutal ist, ist, wenn man doch mal ein bisschen stärker bremsen muss, plus die Sitzheizung, weil es ist halt so, dadurch, dass... Wenn die Beine ein bisschen länger sind, das Knie so weit oben steht, drückst du ja wirklich so aus dem Oberschenkel auf die Bremse. Ne? Da muss man ohne Bremskraftverstärker schon wirklich reintreten. Ne? Und du beschwerst dich schon über das Crossbow, was so schlecht bremst, aber da ist das hier dann halt nochmal schlechter. Ist definitiv noch eine andere Liga. Ja. Wobei man, denke ich, in Summe mit so einem Auto einfach vorausschauender fährt und schon eher bremst, dann geht das auch. Ja, es ist jetzt auch gefühlt nicht so, als wenn der keine Kraft hätte, ne? Aber es ist halt auch so, man schaltet halt bis 40 Dreigänge durch, so ungefähr, ne? Also alle 10 km/h einmal schalten. Aber gerade für dich, wenn du jetzt zum ersten Mal T1 fährst, dann wird das nächste Modell auf jeden Fall ein Schock für dich sein, weil das ist grundlegend anders. Ja, und genau das finde ich auch so cool und deswegen haben wir uns auch überlegt, dass wir das in dieser Reihenfolge machen, dass wir erst Benziner fahren, euch die fertige Renate vorstellen und jetzt dann auf den Vollelektro übergehen, weil der halt fahrtechnisch ganz was anderes ist. Ich finde es schon krass, den Unterschied, ja, definitiv. Ja, so. Hat Spaß gemacht. Ja, es war auf jeden Fall eine coole Runde. Jetzt gucken wir uns mal euren Elektro-T1 an. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ja, das ist er. Ja. Wie ihr gerade gesehen habt. Der erste vollelektrische T1 ist tatsächlich einsatzbereit. Als allererstes, wir waren ja so ein bisschen, ich formuliere es jetzt mal ganz vorsichtig, skeptisch, was das Farbkonzept angeht. Ne? Mhm. Aber ich muss sagen, es ist auf jeden Fall geil geworden. Ja, finde ich auch. Also als ich ihn gerade das erste Mal gesehen habe, muss ich wirklich sagen, diese Mischung aus diesem Seidenglanz matt und hochglänzend, dieses Champagner mit dem Kupfer-Orange, finde ich wirklich gut. Nee, gefällt mir auch, muss ich auch sagen. So, mit diesen futuristischen Scheinwerfern, okay, das passt halt einfach zur Technik von dem ganzen Auto. Genau, man sieht halt von vorne schon, irgendwas stimmt da nicht so. Ne? So, allerdings, wir haben es eben gerade thematisiert, hier wird es wahrscheinlich so sein, dunkel, Licht an, Weltenunterschied. Ne? Bestimmt, ich habe es noch nicht getestet, aber... So, und genau da müssen wir halt drauf eingehen, Sinn und Zweck von diesem Auto ist ja wirklich
einen Oldtimer zu haben, der endlich mal fährt. Also fahren war jetzt vielleicht das falsche Wort, aber der endlich mal alltagstauglich ist. Wo du mit im Dunkeln fahren kannst, wo du mal mit auf der Autobahn fahren kannst und so weiter. Wo du einen Bremskraftverstärker hast. Ah, Bremskraftverstärker, genau. Ja. Die ganzen technischen Details, da gehen wir jetzt natürlich nicht nochmal haargenau drauf ein. Das guckt euch einfach genau diese ganzen... Das war die Unterdruckpumpe für den Bremskraftverstärker. Da guckt euch einfach die ganzen alten Videos an, da sind wir ja haarklein schon auf alles eingegangen. Genau. Ja, aber wie man jetzt gerade schon gehört hat, das Ding macht einfach mal eine Unterdruckpumpe für den Bremskraftverstärker an. Das heißt, wir reden hier wirklich von einem Baujahr 2020, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Ne? Das Ding ist halt extrem futuristisch. Ja, Innenraum genauso. Also ich finde, das Auto hat tatsächlich so ein bisschen was auch von so einem Concept-Car, wie es bei VW so ein bisschen immer mal auf dem Messestand stehen würde. Ne? Ja, finde ich auch. Weil einfach auch so mit Farb in Farb, dann Mittelkonsole, finde ich, hat er extrem gut hinbekommen. Das finde ich, ist wirklich cool gemacht. Genau, also die Original-Fanatiker, sag ich mal, die sind hier so ein bisschen fehl am Platz, ne? Weil natürlich viel nachträglich und nicht original reingewandert ist, aber in dem Fall halt einfach modisch versucht, maximal herzurichten und hübsch zu machen. Ne? Das ist, denke ich, auch gelungen, genau. Wo man es halt auch extrem gut dran sieht, ist halt, dass hier einfach mal in den Original-Tacho, wobei ist nicht der Original-Tacho, ne? Nee, das Gehäuse hält immer das gleiche, das Bestandteil ist immer Turmbretzen, es ist einfach ein anderes Instrument reingekommen, genau. Ich wollte gerade sagen, auf den ersten Blick dachte ich gerade, das wäre der Original-Tacho, dann gucke ich so 160. Da waren sie aber dann damals ein bisschen gutgläubig. Nee, aber selbst da so mit dem E-Bulli-Zeichen drin und so, das ist schon, also es hat schon Stil alles, ne? Ja, finde ich auch. Also auf jeden Fall alles durchdacht, so optisch und technisch. Auf jeden Fall mal gespannt, wie es ergonomisch gleich so ist, weil es sieht auf jeden Fall schon ein bisschen ergonomisch aus, wobei das der gleiche ursprüngliche Sitz ist. Ne? Genau, eigentlich darf es nicht sein, weil der Federkern und so ist der gleiche. Aber ich finde auch die Kombi cool mit eigentlich einer durchgehenden Bank und nur zwei Sitzlehnen. Ich finde irgendwie, das macht es gleich, macht es irgendwie so. Jo. Es war wirklich aufwendig. Also es ist schon... Mit den Felgen in den Matt, das finde ich auch cool. Hat irgendwie was? Chrom, Matt. Aber irgendwie sieht das Ding viel, viel tiefer aus. Ne? Ja, ist auch eine Ecke. Also ich kann jetzt keine Zentimeterzahl sagen, aber ich würde auf jeden Fall so schon mal schätzen, 5 bis 8 so. Ja, aber guck mal, wenn wir hier jetzt so drüber schielen, okay, das können wir jetzt gerade nicht vergleichen, weil hinten und vorne, aber nur so alleine von der Dachkante her. Ja, so. Ich denke auch, sind annähernd 10 Zentimeter, so würde ich auch sagen. Das ist aber so, das ist jetzt nicht so, dass da ein bisschen Tuning von dir drin ist, sondern das war so gewollt. Nee, da habe ich abends nicht nochmal an der Schraube gedreht. Das war so gewollt, dass der... Das bringt das Fahrwerk mit sich. Mhm. Also ich denke mal, da wird sich E-Classics auch was bei gedacht haben mit tiefem Schwerpunkt und so weiter. Ja. Er wirkt auch nochmal viel, viel tiefer, einfach durch dieses Batteriepaket. Ne? Hier sind ja die ganzen Batterien hinter, die ganzen Zellen, dieses Riesenteil, was wir uns ja im Einzelteil in Braunschweig im Werk angeguckt hatten. Und original geht er ja nur bis hier, das hängt ja richtig drunter. Ja. Klar, das lässt es natürlich noch mal tiefer aussehen. Ne? So, jetzt will ich auf jeden Fall mal einmal sehen, wie das hier mit Tanken ist. Na, Sprit haben wir keinen. Ah, okay, so haben sie es jetzt gemacht. Das war ja noch nicht ganz so klar, als wir in Stuttgart waren, wie das ganze Final dann aussieht, aber hat was. Also klar, man sieht es halt einfach gar nicht, wenn das Kennzeichen unten ist. Ne? Er hat halt den Vorteil, dass die Klappe nicht, also klar, wäre auch schön gewesen, das innen zu machen, aber da muss halt immer die Klappe aufstehen lassen zum Laden. Ne? Ja, aber unter dem Kennzeichen so, ist eigentlich perfekt. Ich finde das auch gut so, ja. Man sieht doch wirklich rein gar nichts. Zack, zack. Klappe zu. Ja, jetzt hier auch wieder Knochen. Ja, warte, ich gehe schon. Ah ja, da ist halt dieses Terminal hinter. Ja. Genau, man sieht jetzt nicht mehr viel. Nee, man kann hier nur so ein bisschen durchspähen. Ich weiß nicht, ob René von unten noch was. Da liegt, glaube ich, ein Wasserkühler noch irgendwo. Ja, genau, drin. Hier so seitlich, wenn du hier seitlich reinfilmst, da sieht man auf jeden Fall nochmal den Wasserkühler. Und das komplette Aggregat. Wie viel kW hatte der jetzt? 62. 62 kW, ja. Die auch wieder ein bisschen Schmackes? Ja. Zack. Yes. So. Jetzt will ich das Ding. Deswegen grinse ich schon, weil ich da mich schon drauf freue. Ich bin zwar neulich gerade erst Elektro, ein ganz anderes Auto mal mitgefahren. Gut, das ist natürlich. Aber selber noch nie Elektro gefahren. Selber gefahren, jetzt wirklich das
erste Mal? Also ich muss sagen, ich will nicht sagen, ich war skeptisch, aber ich bin ja auch gern einer, wo es knallen soll und riechen soll und so weiter. Aber ich fand das hammergut. Also ich bin gespannt, was du sagst. Okay, jetzt will ich es fahren. Ja, René hat auf jeden Fall den besten Platz hier, ne? Ja. Weil er kann nach oben. Sternenhimmel. Fahren wir jetzt offen? Ja, zu noch muss René gleich zumachen. Ja, schieb's einfach nach vorne. Auf jeden Fall schon mal, was ich schon mal geil finde, gleicher Schlüssel. Mhm. Also da hat man wirklich dran festgehalten, dass das hier möglichst nostalgisch bleibt. So, jetzt muss der allerschlimmste Moment muss eigentlich sein, wenn man hier so zünden will. Ne? Es zündet aber einfach nichts. Ja, so, okay. Automatik haben wir ja im Werk gelernt. Eingang mit Freilauf und keiner Kupplung, weil Elektromotor halt. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich nur eine Bremse. Mhm. Hier hören wir auch unsere Unterdruckpumpe wieder. Und ein Gaspedal. Mhm. Und heißt, hier haben wir unseren W-Hebel. Genau. Also wie bei dir im Bus jetzt. Achso, hier vielleicht einmal ganz kurz. Wir haben einmal ein normales D. Da, wenn du dann vom Gas gehst, rollt der Bus normal aus. Oder wir haben das Rekuperieren. Haben wir ja gelernt mit dieser Energierückgewinnung oder mit dieser Stromrückgewinnung. Und da kannst du dann über Plus und Minus am Hebel auswählen, wie stark er das macht. Das sehen wir gleich während der Fahrt. Erschreckst du jetzt erstmal ganz schön, weil wenn du es auf volle Stärke stellst, dann gehen wirklich hinten die Bremslichter an und du beißt richtig ins Lenkrad. Er macht da richtig Bremse. Ja, das ist echt krass. Okay. Also, ich, jetzt mit erster Test, kann ich so D reinziehen? Geht tatsächlich, muss nicht Bremse. Okay, habe ich noch nicht. Ich bin selber erst einmal gefahren, muss ich zugeben. Das ist hier die Lüftung? Genau, das ist ja TÜV-Pflicht und. Junge! Okay. Genau, und der andere ist nur noch mal so eine Umschaltung für den Tacho. Die S-Bahn fährt los. So, also das ist jetzt wirklich nur Fuß drauflegen. Man ist es wirklich nur so, es rollt einfach los, ne? Ja, man merkt, was man sofort merkt, wenn man durch den Hügel fährt, dass er ganz anders einfährt. Mhm, also weil er auch natürlich viel schwerer ist. Genau. Ne? Das Ding wird viel, 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 viel schwerer sein und fährt natürlich gleich ganz anders. Ne? Wenn wir natürlich so jetzt fahren, dann ist er wahrscheinlich relativ zügig dann leer. Ja, ne? Ja. Habe ich jetzt noch keine Erfahrung mit, aber man hat auf jeden Fall in der Stadt sofort die staunenden und verwunderten Gesichter. Weil man hört halt einfach gar nichts. Ne? Da muss man sich so dran gewöhnen. Man will automatisch immer kuppeln und irgendwas machen, aber macht halt nichts. Ne? So, wir haben jetzt mal 230 Kilometer Restreichweite, was ja eigentlich schon noch recht viel ist. Ne? Dafür, dass das Auto ja schon gefahren wurde. Mhm. Ne? So, und das ist jetzt halt Volllast. So, und schon haben wir 60. Bremst natürlich mit Bremskörperverstärker besser. Mhm. Ja, vorne, hinten Scheibenbremse und so weiter. Bremst jetzt wirklich wie ein normales Auto. Das heißt, hier, der bremst richtig schön runter. Was ist das für ein Geräusch von vorne? Sind das Windgeräusche, die der so schnell macht, schon bei 60? Ja, das wird Wind sein und Gebläse natürlich so ein bisschen. Das ist nicht so 1000% dicht alles in so einem T1. Ne? Weil das hat der Benziner irgendwann nicht gemacht. Nee, ich glaube, du hast es einfach nicht gehört. Er hat es nicht gehört, wegen. Mhm. Das kann gut sein, ja. Ja, ist schon so ein bisschen S-Bahn, ne? Aber witzig. Da werden noch ein paar Wheelies geübt. Für mich interessant wäre halt mal, was so ein Elektromotor wirklich kann. Die werden ja gedrosselt sein, weißt du? Also ich finde, man merkt dieses zusätzliche Gewicht, finde ich, merkt man nur, wenn man so ein bisschen durch Schlaglöcher und so weiter fährt, wenn man langsam fährt. Sobald das Auto erstmal rollt, ist das definitiv alles nur von Vorteil. Ja. Der ist halt einfach viel, viel spritziger, stabiler. Agiler. Man kann richtig Gas geben mit dem Ding. Der beschleunigt dann auch tatsächlich. Bremst gut. Schon cool. Ja. René fliegt da hin und her. Man fährt automatisch mit dem Ding auf jeden Fall viel, viel, viel schneller als mit dem Benziner. Ne? Also diese Thematik Entkopplung bzw. Entschleunigung
So, das Wort habe ich gerade gesucht. Entschleunigung. Ist in dem Auto weg. Genau, weil gefühlt mit dem Elektro fängst du eher dann doch wieder an Gas zu geben. Ja, weil es irgendwie auch so Bock macht, ne? Ja. Ah, und schon sind wir tatsächlich bei 100 hier. 110. Aber fährt sie immer noch gut. Ne? Ja. Also klar, ja, die Windgeräusche sind schon krass. Die Windgeräusche sind natürlich lauter. So. Scheinwischer. So, und jetzt ist er am Begrenzer. Jetzt fährt er 130, mehr macht er nicht. Aber fährt das rein. Ne? Ja. Also ich würde jetzt mal behaupten, nee, ich würde jetzt hier Tempomat reinmachen bei 130, wenn es eingehen würde. Nee, du würdest erstmal mit der Software suchen heute Abend, wo der Bremser ist. Und würde den dann... Guck mal, Interesse halber Batterietemperatur jetzt, ob die irgendwie... Ja, wie war das? Nee. Ja, ich denke mal, der braucht richtig lange Last, ja, damit sich das aufwärmt. Ne? So, aber wir sind losgefahren mit 85% Akku, jetzt sind wir schon bei 81. Aber klar, was sind 4%, ne? Ja. Aber muss ich wirklich auch sagen, gelegen hat er stabil und sicher so. Ne? Man kommt sich irgendwie komisch vor, wenn man sitzt hier so ohne Gurt. So, ja, ja. Also ne? Aber 130 fühlen sich dann schon schnell an. Ist jetzt nicht so, dass man da, dass man langsam ist, aber ist jetzt auch nicht so, dass man sich das nicht zutraut. So, ne? Ah, er beschleunigt so richtig aber, auf der Kurve, ja, aus hier. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass man mit dem Ding tendenziell zu schnell wird. Also das ist so ein typisches Auto, wenn man nicht aufpasst. Gibt's ein Blitzerfoto. Genau, hat man ratzfatz hier so 75, 80 und so weiter. Und was halt auch cool ist, es strengt halt null an. Ne? Ja. Du musst nicht darauf achten, welcher Gang, musst hier nicht unten irgendwie groß rumrühren, dass du den richtigen erwischt, sondern nee, du fährst einfach, gibst Gas, bremst, fertig. Ja, stimmt. Ich überlege halt nur, wie ein Leben des Philipp Kess mit Elektroauto aussehen würde. Weil wenn man dann mit dir eine Teileholtour wieder macht, dann würden wir erstmal alle 200 Kilometer ranfahren zum Essen, damit das Auto laden kann. Ne? Genau, das wird auf jeden Fall kompliziert, weil, wie man hier sieht, so, der pendelt sich ja die ganze Zeit so um die 200 Kilometer ein. Da muss ich allerdings sagen, der verändert sich natürlich relativ schnell. Mhm. Das heißt, so richtig, das ist ja wie ein Momentanverbrauch. So, ne, so richtig mit rechnen kann man ja nicht, außer man fährt jetzt wirklich konstant auf der Autobahn 100. Ne? Mhm. Aber ich kann dir die Zahl jetzt auch gar nicht sagen, es kommt dann auch irgendwann eine Restreichweite. Ah ja, dann machen wir die. Nicht, dass von René die Bank rausreißt da. Da fängt er dann schon an, Leistung zurückzunehmen. Also ja. Ich weiß nicht genau, bei wie vielen Kilometern das dann ist. Ja, was extrem witzig ist, mit dem anderen sind wir eben ja noch nicht mal 80 gefahren. Ja. Hier bekommt man erstmal überhaupt mit, wie viel Windgeräusche das Ding dann doch macht. Ja. Weil man halt eben nur die Gewindgeräusche und sonst gar nichts hat, ne? Ich würde gerne erleben, wie man sowas dem Ingenieur oder einem Ingenieur der 60er oder 50er Jahre zeigt, ne? Ja. Klar, wird auch einige geben, die es nicht gut finden, aber ist schon krass, finde ich. Kann ich null einschätzen, was so ein Ding wohl 0-100 fährt. Aber gefühlt würde ich sagen, weiß ich nicht, so 20 Sekunden. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal ganz locker, entspannt hier. Auf drei geht's los, ne? Ja. Eins, zwei, drei. Ist echt so ein bisschen... Ich würde natürlich hoffen, dass der Tacho hier genau geht. 80. Ja, das müssen wir jetzt Anhaltswert, ne? Oh doch, oben raus ist ein bisschen zäher. 90. Und 100. Ja, doch, hast du ganz gut geschätzt. 22, ja. Also bis 60 geht es aber ganz gut, finde ich. Und dann wird es ein bisschen entspannter. Auf jeden Fall für so ein Auto vollkommen ausreichend. Ne? Also was man auf jeden Fall sagen muss, was perfekt geklappt hat, ist, auf die Mehrleistung den Rest anzupassen. Ne? Ja. Das muss man einfach sagen, so wie der losfährt, bremst er auch, so fährt er um eine Kurve. Also das Gesamtpaket passt schon wirklich gut. Ne? Ja. Nee, bislang muss ich auch sagen. Ich glaube, um noch mal so ein bisschen zu zeigen, wie viel schneller so ein Auto dann doch ist,
Fahren wir jetzt nochmal zurück zu Renate, du schnappst ja Renate. Und dann stellen wir uns doch mal wie in alten Zeiten nebeneinander und gucken einfach mal, wie das so losfährt. Krass, ich nehme dann schon mal Gas weg. Okay, das ist auf jeden Fall eindeutig, ne? So, liebe Bulli-Fans, das war unser großer Benziner versus Elektro-Vergleich. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht zuzugucken, wie wir Spaß beim Fahren hatten. Aber für diejenigen, die einfach unkompliziert und schnell und sicher von A nach B kommen wollen, ist der Elektro T1 definitiv eine gute Alternative. Aber laden nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.